Die heutige Vorlesung dreht sich um neuronale Netze und zunächst das sogenannte Perzeptron-Lernen. Wir lernen das einfachste Verfahren, das inspiriert ist dadurch, wie Menschen im Prinzip das biologisch inspiriert sind, könnte man sagen. Also das von der Funktion von Nervenzellen, von Neuronen im Gehirn inspiriert ist. Dieses Verfahren hat noch starke Beschränkungen. Es wird nicht praktisch funktionieren, beziehungsweise es wurde gezeigt, dass es in der Praxis nur sehr beschränkte Arten von Problemen einsetzt. Und deswegen gibt es die sogenannten Multilayer-Perzeptrons, das heißt auf mehreren Ebenen verteilte Perzeptrons. Wir werden versuchen, heute die Grundlagen von Perzeptrons zu erarbeiten und dann auch den größten Teil der Grundlagen der Multilayer-Perzeptrons. Was Sie hier sehen, ist ein sehr stark vereinfachtes Modell einer Nervenzelle, eines Neurons. Der Aufbau eines Neurons im menschlichen Gehirn oder auch in den Gehirnen von allen Lebewesen, die über solche Zellen verfügen, ist zunächst aufgeteilt in sehr einfache Teile. Es gibt einen Zellkern und es gibt Zellfortsätze. Zweier Art, die sogenannten Dendriten und das Axon. Zu den Dendriten gehören auch noch weitere kleine Zellen, das sind die Synapsen. Man kann im Prinzip sagen, für den Zellkern ist das, was von den Dendriten kommt, diese Dendriten, diese Zellfortsätze, das Axon senden Signale, die Eingabe und über das Axon macht das Modell, ich bin schon einen Schritt weiter, macht das Neuron eine Ausgabe. Die Dendriten, wie Sie hier sehen, sind baumförmig, sie verzweigen sich baumförmig, sie reichen vielleicht ein Tausendstel Millimeter lang insgesamt, also das, was Sie hier sehen, und können, wie Sie hier auch sehen, mit anderen Neuronen verbunden sein. Und die Verbindungsstellen sind genau die Stellen, wo an den Dendriten die Synapsen sind. Und die Dendriten sind immer mit den Axonen anderer Neuronen verbunden, wobei, wenn Sie auf Wikipedia nachlesen, es gibt wie immer Ausnahmen. Und das Axon eines Neurons ist wiederum mit anderen Dendriten anderer Neuronen verbunden. Das können auch sehr viele sein, 100.000 bis 200.000 Neuronen können über Dendriten verbunden sein und nochmal gut 10.000 über die Axon. Und insgesamt haben wir so 100 Milliarden Neuronen davon im Kopf als Mensch. Wie gesagt, es handelt sich hier um ein sehr stark vereinfachtes Modell, im Großen und Ganzen passiert ist, dass über die Dendriten ein Signal hereinkommt, das wird im Zellkern akkumuliert und wenn die Signalstärke ausreicht, wird über das Axon ein Signal ausgegeben. Ansonsten wird kein Signal ausgegeben. Diese Signale sind chemisch erzeugte Elektrizität und die Synapsen dienen dazu, die Signalstärke, die von jedem Dendrit kommt, ein wenig anzupassen. Das heißt, nicht jedes Signal, das von jedem Axon kommt, wird in der Stärke, in der das Neuron, das es sendet, es aussendet, auch wirklich übergeben an das nächste Neuron, sondern es wird moduliert. Diese Modulation geschieht auf der Frequenzebene. Das heißt, es werden Pulse verschiedener Frequenz ausgegeben und die Synapse sorgt dafür, dass diese Pulse moduliert werden. Und in Abhängigkeit davon, wie sie moduliert werden, das heißt, wie stark die Frequenz dieser Pulse ist, umso stärker empfindet in Anführungszeichen der Zellkern dann die Signalstärke. Das ist im Prinzip schon alles, was dort oben passiert. Natürlich passiert eine ganze Menge mehr. Das ist aber alles, worauf wir hier schauen oder worauf dann das Modell basiert, auf dem wir basieren. Das heißt,
das, was ich ja gesagt habe, das ist alles, was da aus Modell sich passiert. Letztendlich passiert da unglaublich viel mehr. Und viel davon ist auch noch nicht verstanden. Also machen Sie sich bitte jetzt schon keine Illusion, das ist die Inspiration für das Modell, das wir jetzt sehen, nicht das Analogon. All das, was ich jetzt hier gesagt habe, steht ja auch nochmal im Text. Da gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail durch. Vielleicht noch ein kleines Detail. Die Schaltgeschwindigkeit von so einem Neuron ist so im Tausendstel Sekundenbereich. Und das bedeutet, wenn wir als Menschen auf irgendeine Situation schnell reagieren müssen, was so im Zehntelsekundenbereich passiert, dass wir reaktionsfähig sind, können da nicht mehr als ein paar hundert Schaltungen des Gehirns tatsächlich durchlaufen. Das heißt, es können, wenn man es so möchte, nicht viel mehr als ein paar hundert Entscheidungen im Gehirn getroffen werden. Und woher die Macht, in Anführungszeichen, wahrscheinlich des Gehirns kommt, das ist einfach aufgrund der massiven Parallelität. Wenn Sie das mit einem Transistor vergleichen, dessen Schaltgeschwindigkeit im Billionstel Sekundenbereich liegt, sehen Sie schon einen starken Unterschied, aber nun ist ein Transistor auch nicht wirklich vergleichbar mit oder nicht notwendigerweise perfekt vergleichbar mit einem Neuron. Die Geschichte dieses Ansatzes zum maschinellen Lernen startet sehr früh, schon 1943. Zu dem Zeitpunkt haben McCulloch und Pitts das Modell des Neurons vorgestellt. Und kurz darauf hat Hepp postuliert, dass das Lernparadigma eines Neurons darin besteht, dass nur diejenigen Neuronen etwas dazulernen aufgrund von Feedback, das von der Umwelt kommt, die auch aktiv sind oder die aktiv an einer Entscheidung beteiligt waren. Man spricht hier von Reinforcement, also Verstärkung. Es gibt auch das Verstärkungslernen, damit beschäftigen wir uns heute nicht, aber im Großen und Ganzen basieren die Verstärkungslernverfahren auch auf Hepp'schem Lernen. 1958 hat Rosenblatt dann das Perzeptron-Modell entwickelt, das wir auf den nächsten Folien dann vorgestellt sehen werden. Und kurze Zeit darauf hat er das Perzeptron-Konvergenztheorem bewiesen, das beweist, dass für bestimmte Probleme dieses Lernverfahren in einer endlichen Zeit konvergiert. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Lösung ausspucken in einer endlichen Zeit. Kurz darauf gab es das Buch Perzeptrons von Minsky und Papert. Es gab sehr viel Forschung natürlich dazu. Die Leute waren begeistert. Der AI-Hype war im vollen Gange, auch diesbezüglich. Und Minsky und Papert haben allerdings in ihrem Buch gezeigt, und insbesondere Minsky war da ein starker Vertreter, dass dieses Modell nicht Probleme einer bestimmten Komplexität, über Probleme einer bestimmten Komplexität hinaus lernen kann. Nämlich genau linear separierbare Probleme. Haben Sie schon mal gehört, kommen aber später nochmal darauf zurück. Minsky hat das bewiesen sogar und gezeigt, dass es nicht gehen kann. Und das Resultat war, dass danach 17 Jahre, fast 20 Jahre, die Forschung an diesem Lernverfahren nahezu, also de facto eingestellt wurde. Nicht, dass es nicht Forschung dazu gab, aber letztendlich wurde nichts Neues dazu erfunden, was diese Hürde, diese Limitation wirklich überspringen half. Das ist dann erst 86 Hummelhardt gelungen, der das Multilayer-Perzeptron vorgestellt hat und insbesondere gezeigt hat, wie man mit dem Multilayer-Perzeptron das Problem von Minsky lösen kann. Nicht, dass nicht vorher schon mal jemand auf die Idee gekommen wäre, ein Multilayer-Perzeptron zu bauen, aber Minsky und Papert haben einfach postuliert, nicht bewiesen,
dass das Multilayer-Perzeptron das wahrscheinlich auch nicht können wird. Und damit, Sie sehen so ein bisschen hier die Macht, die manche Autoritäten haben können. Wenn Sie nur eine Aussage tätigen und die natürlich mit starker wissenschaftlicher Fundiertheit präsentieren, kann es auch schon mal vorkommen, dass der Impact kein positiver ist. Es hat sich letztendlich als Fehler herausgestellt, diese Limitierung schon als zum Anlass zu nehmen, nahezu vollständig die Forschung hieran einzustellen. Also das heißt, wir hätten gegebenenfalls schon sehr viel früher das erleben können, was heute mit der Deep Learning halt passiert. Das Perzeptron-Modell sehen Sie jetzt hier. Ganz analog zu dem, was ich jetzt vorhin über das Neuron gesagt habe, über das sehr stark vereinfachte Neuron. Wir haben eine Eingabe, haben einen Kern, das Perzeptron in der Mitte hier, und wir haben eine Ausgabe. Die Eingabe besteht aus p verschiedenen Werten. Das sind unsere Features. Und die Ausgabe ist das Y, im Prinzip das Ergebnis der Modellfunktion. Die Features, die eingegeben werden, werden gewichtet. Und das ist letztendlich analog zu der Funktion, die die Synapse übernimmt. Und im Kern werden halt diese gewichteten Features akkumuliert, summiert. Und wenn Sie einen Schwellwert Theta überspringen, das heißt, wenn die gewichtete Summe einen Schwellwert Theta überspringt, dann wird das Neuron aktiviert und es wird eine Ausgabe erzeugt. Andernfalls ist Y 0. Das ist im Prinzip jetzt schon alles. Ab jetzt gehen wir dann ins Detail und erklären dann noch im Großen und Ganzen, wie das Ganze zusammenhängt und wie man damit tatsächlich etwas Sinnvolles anfangen kann. Dieses Neuron soll genauso getrainiert werden, wie Hepp es vorgeschlagen hat, indem nur die Gewichte von aktiven Neuronen tatsächlich reinforced, das heißt verstärkt werden. Und die Entscheidungsregel, die das Neuron beinhaltet, ist genau diese Schwellwertfunktion, die wir hier sehen. Damit wird das Neuron im Prinzip, oder das Perzeptron, Entschuldigung, das Perzeptron, ich spreche vom Neuron hier, aber nein, es ist das Perzeptron. Damit wird das Perzeptron zu einem sogenannten, oder gehört dann zur Klasse der Feed-Forward-Systeme. Denn im Endeffekt wird es durch die Entscheidungen, die es ausgibt, nicht direkt wieder beeinflusst. Das geschieht nur später, indem man das Lernupdate macht, aber während die Entscheidung getroffen wird, gibt es kein weiteres Feedback von außen. Das macht es zu einem Feed-Forward-System. Die Modellfunktion des Perzeptrons sieht dann so aus. Es ist eine nichtlineare Funktion hier. Sie gibt 1 aus, wenn der Schwellwert überschritten wird, der gewichteten Summe. Und ansonsten gibt sie eben 0 aus. Wir nehmen noch eine kleine Normalisierung vor. Die sieht dann so aus. Wir fügen noch ein Gewicht W0 hinzu, das mit einem Feature-Wert X0 gleich 1 multipliziert wird. Und dieses Gewicht W0 ist einfach minus Theta. Und damit verschieben wir den Schwellwert in den Ursprung. Und diese Funktion heißt Heaviside-Funktion. Die heißt nicht Heaviside, weil sie heavy in irgendeiner Weise ist, im Sinne des Englischen schwer, sondern der Erfinder dieser Funktion heißt Heaviside. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Aktivierungsfunktion. Ganz im Sinne des Analogons zum Neuron, das Perzeptron wird aktiviert durch diese Funktion. Das heißt, wenn die gewichtete Summe den Schwellwert überschreitet. Das Ganze hier auch nochmal aufgeschrieben. Und damit attackieren wir jetzt unser Lernsetting. Das heißt,
Der Ausgangspunkt ist, wie Sie schon häufig gesehen haben, eine Multimenge von Feature-Vektoren aus einem Raum, einem Feature-Raum, in dem das Skalarprodukt definiert ist. Der Feature-Raum ist p-dimensional und wir haben außerdem zwei Klassen. Wir schauen uns erstmal auf das binäre Klassifikationsproblem. Diese Klassen sind kodiert als 0 und 1, gemäß den beiden Ausgaben, die die Heaviside-Funktion liefern kann. Und wir haben eine Menge von Beispielen aus dem Feature-Raum, die Klassen zugeordnet sind. Und die Aufgabe besteht schlicht darin, das Perzeptron zu benutzen, das heißt die Modellfunktion, die das Perzeptron definiert, um die Beispiele zu erklären, zu finden oder zu erlernen. Der Algorithmus, den ich Ihnen dazu vorstellen möchte, sieht wie folgt aus. Sie können Parallelen zum LMS-Algorithmus hier deutlich erkennen. Die Eingabe ist, wie gesagt, der Beispieldatensatz sowie eine Lernrate Eta und die Ausgabe ist der Gewichtsvektor R hoch P plus 1 aus R hoch P plus 1, die sogenannte Hypothese, das heißt, wir geben den gesamten Gewichtsvektor aus, den erweiterten Gewichtsvektor. Und dieser Gewichtsvektor wird zu Anfang zufällig initialisiert und anschließend wird iterativ der Gewichtsvektor anhand der Beispiele, die zufällig ausgewählt nacheinander durchgegangen werden, aktualisiert, um bis das Verfahren konvergiert. Das läuft so, wir wählen ein zufälliges Beispiel, die Heaviside-Funktion wird ausgerechnet, wir berechnen die Differenz zur erwarteten Klasse. Da hier die Heaviside-Funktion nur 0 oder 1 ausgeben kann, kann diese Differenz entweder nur 1 oder minus 1 betragen. Nee, Entschuldigung, 0 oder minus 1. 0 oder 1, nein, so. So. 0 oder 1, so. Und auf diese Weise nee, ich habe es richtig gesagt. Also die gut, wofür schreibe ich die Kommentare, wofür schreiben wir die Kommentare eigentlich hin? Also, die Differenz kann nur 0 ergeben, wenn die Klasse korrekt ist. Ansonsten 1 oder minus 1, wobei der Unterschied im Vorzeichen durchaus eine Rolle spielt, aber nur in Bezug darauf, in welche Richtung dann der erlernte Gewichtsvektor verschoben werden muss. Das sehen wir gleich noch grafisch. Und das Ganze wird dann einfach multipliziert mit dem aktuell betrachteten Beispiel und der Lernrate und dann auf den aktuellen Gewichtsvektor drauf addiert. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Der Lernschritt ist immer derselbe. Wir werten die Modellfunktion aus. Wir berechnen hier in dem Fall einen Indikator dafür, auf welcher Seite der durch den Gewichtsvektor definierten Hyperebene, denn das Beispiel zu finden ist, kein Abstand oder ähnliches, und nehmen dann die Korrektur vor, beziehungsweise berechnen die Größe der Korrektur und nehmen die Korrektur dann tatsächlich vor. Das Ganze geschieht so lange, bis der Algorithmus terminiert, also bis er konvergiert und sehen wir dann gleich noch, da gibt es halt das Theorem, das im Endeffekt besagt, dass dieser Algorithmus in endlicher Zeit immer konvergieren wird. Das heißt, wir brauchen einfach nur etwas länger warten. Wie funktioniert das jetzt? Was wir hier sehen, ist im Prinzip erstmal der mathematische Hintergrund grafisch dargestellt, nämlich das Gewichtsvektor-Update des Perzeptron-Algorithmus basiert auf Geometrie, einfacher Geometrie, die Sie schon teilweise in der Schule gehört haben sollten. Eine Hyperebene ist definiert in der hessischen Normalform als der normalen Vektor n, der auf der Hyperebene steht, und der Abstand zum Ursprung dieser Hyperebene d. Und wir können nun, wenn wir feststellen,
auf welcher Seite, wenn wir feststellen wollen, auf welcher Seite der Hyperebene ein Punkt x ist, einfach nur diesen Punkt in die Funktion einsetzen und das Vorzeichen der Gleichung betrachten und stellen fest, ob er sich auf der einen oder auf der anderen Seite befindet. Wenn er sich auf der Seite der Hyperebene befindet, in die auch der normalen Vektor zeigt, dann ist das Vorzeichen positiv, ansonsten ist es negativ. Wenn wir das Ganze übertragen auf die Situation des Perzeptron-Lernens, dann nimmt die Funktion des normalen Vektors der Gewichtsvektor w ein, allerdings der nicht erweiterte Gewichtsvektor w, das heißt, das w0 wird hier nicht berücksichtigt. Und den Abstand zum Nullpunkt, das ist der Schwellwert Theta. Und wir sehen hier, je nachdem, was wir ausrechnen, entweder wir nehmen den erweiterten Gewichtsvektor, transponieren ihn und multiplizieren mit x und setzen das gleich 0, dann haben wir die hessische Normalform und ansonsten haben wir hier einfach die normale Ebenengleichung. Achso, noch einen Schritt weiter. Wenn wir nun also im Rahmen der Iteration des Perzeptron-Algorithmus diesen Teil des Gewichtsvektors, das heißt den nicht erweiterten Teil, verändern, dann rotieren wir die Ebene. Wohingegen, wenn der Wert Theta verändert wird, der Abstand zum Nullpunkt verändert wird. Und auf diese Weise kann die Ebene in jede beliebige Richtung in diesem Raum zeigen. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel hierfür an. Das Beispiel soll Optical Character Recognition sein. Wir haben eine Menge von handschriftlichen Buchstaben, A's und B's, und ein Perzeptron soll die unterscheiden lernen. Die Ausgabe des Perzeptrons wird dann halt kodiert. Klasse 0 zum Beispiel könnte B sein, Klasse 1 könnte A sein. Diese Beispiele, das heißt, hier haben wir im Augenblick nur Bilder der handschriftlichen Buchstaben gesehen, werden kodiert gemäß ihrer Klassen und gemäß ihrer Klassen aufgeteilt und diese Feature-Vektoren dienen dann als Eingabe. Das können eine ganze Menge verschiedener Features sein, die wir hier aufstellen, unter anderem wie viele Linien gibt es überhaupt oder wie viele Schnittpunkte von Linien, wie ist der Winkel zwischen den Linien oder ähnliches. Da kann man eine ganze Menge sich überlegen, was man da ausrechnen möchte und die kann man heranziehen. Wir betrachten jetzt aber das Beispiel nur mit zwei vorgestellten Features, damit es leichter darzustellen ist. Sie sehen hier also eine Auswahl zweier Features, x1 und x2, und die Beispiele für a und b sind in diesem Raum angeordnet. Sie bilden kleine Gruppen. Und das Ziel ist es nun, den Perzeptron-Training-Algorithmus anzuwenden, um diese beiden Gruppen voneinander zu trennen. Im ersten Schritt haben wir gesehen, wird der Gewichtsvektor initial zufällig initialisiert. Das heißt, wir haben jetzt irgendeine Ebene, die irgendwo in diesem Raum verlaufen kann. Wir wissen nicht wo, aber im nächsten Schritt wird gleich zufällig ein Beispiel ausgewählt. Das mag zum Beispiel mal dieses hier sein und festgestellt, auf welcher Seite der Hyperebene es sich befindet. Durch Auswertung der Modellfunktion und dann Berechnung der Differenz zur Erwartung. Und auf diese Weise stellen wir fest, es befindet sich auf der falschen Seite der Hyperebene und das Gewichtsupdate wird stattfinden. Auf diese Weise verschiebt sich die Hyperebene entsprechend ein wenig zum Beispiel hin. Die Lernrate Eta sorgt dafür, dass wir ein wenig dorthin springen. Das Ganze wird dann so lange wiederholt, in jedem neuen Schritt mit irgendeinem neuen Beispiel. Und jedes Mal, wenn sich das Beispiel auf der falschen Seite befindet, das heißt, wenn wir hier sind, gibt es diese Beispiele hier nur, die dafür sorgen, dass die Hyperebene sich verschiebt. Alle anderen Beispiele sind auf der richtigen Seite der Hyperebene. Und je näher wir
der perfekten Trennung dieser Beispiele kommen, umso weniger Beispiele sind tatsächlich dann tatsächlich an dieser Entscheidung beteiligt. Das Ganze geht dann also weiter in einer Reihe von Iterationen und irgendwann wird der Algorithmus eine trennende Hyperebene entdeckt haben und das ist dann die Ausgabe. Die Fragen, die jetzt gestellt wurden, von Minsky insbesondere und auch von anderen, welche Arten von Funktionen können generell mit dem Perzeptron-Algorithmus gelöst werden? Und ich habe das auch schon vorweggenommen, das sind diese sogenannten linear separierbaren Probleme. Und ob der Perzeptron-Algorithmus dann auch für solche Fragestellungen tatsächlich eine vernünftige Hyperebene konstruieren kann. Das Theorem sage ich Ihnen jetzt, aber den Beweis, den werden wir nicht durchgehen, der ist sehr umfangreich, weil den können Sie sich gerne anschauen, der ist auf den Folien drauf, der kommt jetzt hier auf den nächsten Folien, sehen Sie hier. Das Theorem besagt einfach nur, dass das Perzeptron beziehungsweise das Perzeptron-Konvergenztheorem besagt, dass das Perzeptron für linear separierbare Probleme, und da kann ich Ihnen hier nochmal der Unterschied, das haben wir eben gerade gesehen, die linear separierbaren sind wie im Beispiel, während die nicht separierbaren halt Situationen haben, wo die Beispiele zwar möglicherweise für uns sichtbare Gruppen bilden, aber dann doch sich stark überlappen. Und das Theorem besagt, dass nur linear separierbare Beispiele tatsächlich dazu führen, dass der Perzeptron-Training-Algorithmus auf jeden Fall konvergieren wird in endlicher Zeit. Minsky hat halt, wie gesagt, gezeigt, dass der Perzeptron-Algorithmus keine anderen Probleme lösen kann, also insbesondere keine Probleme, die eine lichtlineare Lösung erfordern. Hier bräuchte man ja eine Hyperebene, die hier so zwischen lang geht. Das heißt, das würde nicht funktionieren. Und damit hat er dann, wie gesagt, die Forschung an diesem Algorithmus auf quasi null reduziert. Vielleicht nochmal der Vergleich zur Regression. Wir werden da eventuell Analogien festgestellt haben jetzt. Es ist ja alles sehr ähnlich. Was ist überhaupt der Unterschied? Der Unterschied und der entscheidende Unterschied besteht darin, dass wir beim Perzeptron-Training-Algorithmus oder bei dieser Art des Lernens ausschließlich im Eingaberaum verbleiben. Man schaut nur, auf welcher Seite der Hyperebene liegt denn jetzt ein Beispiel, und das ist die einzige Information, die herangezogen wird, um die Hyperebene zu verschieben. Bei der Regression ist das anders. Da betrachten wir auch die Werte der Modellfunktion und den Abstand jedes Beispiels zu der Hyperebene, die durch die Modellfunktion selbst definiert wird. Und die Minimierung dieses Abstandes sorgt dafür, dass der Nullpunkt bezüglich des Eingaberaums dieser Hyperebene, das heißt diese Linie hier, ein sehr guter Klassifikator ist. Wie gesagt, beim Perzeptron-Training betrachten wir nur dies. Wir haben weniger Informationen. Das ist rein binär. Die Unterschiede, die theoretisch nachgewiesen wurden, beziehen sich nicht nur auf die Konvergenz, das haben wir schon gesehen, sondern auch darauf, wenn man das mit dem Gradientenabstieg vergleicht, dass das Perzeptron-Training bei linear separierbaren Problemen definitiv besser ist als der Gradientenabstieg, denn es gibt linear separierbare Probleme, bei denen man zeigen kann, dass der Gradientenabstieg, der für die Regression angewendet wird, nicht konvergiert. Man kann generell für den Gradientenabstieg nicht nachweisen, dass er in endlicher Zeit konvergiert. Und deswegen haben beide Lernverfahren
am Ende auch ihre Berechtigung in der Praxis. Damit sind wir erstmal am Ende dieses Abschnitts und wäre bereit für Ihre Fragen.